Ja, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Und zwar zur wohl letzten Aufnahmesession dieses Projekts tatsächlich. Ja, es ist jetzt schon eine Weile her, seitdem ich es gestartet habe, aber heute kommt es dann wohl mal zu einem Ende. Wir gehen jetzt erstmal in den Bonusbereich rein und zwar natürlich in den Bonusbereich entsprechend zu diesem Spielstand, den ich mir jetzt mittlerweile erspielt habe, während dieses ganzen aufgezeichneten Let's Plays. Was jetzt kommt, sind Laytons Aufgaben. Hier unten links, wie ihr sehen könnt, das ist aufgeteilt in 5 verschiedene Häuser. Haus des Erfinders, Haus der Dekorateurin, Haus des Kunstsammlers, Haus des Goldenen Apfels und ich glaube Haus des Rätselmeisters oder irgendwie sowas in der Art. Dass wir dann freischalten, wenn wir alle anderen geschafft haben, ja. Die Häuser habt ihr ja gesehen, weil wir die freigeschaltet haben, eben durch die Minispiele bzw. durch das Beenden der Story wurden die uns gegeben. Jedes Haus enthält jeweils 3 Rätsel, also insgesamt sind es noch 15 Rätsel, die wir hier zu bewältigen haben. Alle mit variierender Schwierigkeit. Manche sind relativ knackig, manche sind wiederum sehr einfach. Weshalb ich mich wundere, warum die hier überhaupt drin sind, aber ganz egal. Kurze Vorwarnung. Das, was jetzt kommt, ist eher der Vollständigkeit halber. Ich habe mich tatsächlich auf diese Rätsel ein wenig vorbereitet, nur ein wenig. Auf manche stärker als auf andere. Ich habe hier tatsächlich, wenn ich mir das mal hier kurz zur Seite nehme, ich habe hier tatsächlich zu zwei bestimmten Rätseln sogar eine komplette Lösung mir ausgedruckt. Ganz einfach, weil ich es nicht einsehe, da großartig rumzuprobieren. Wie gesagt, rein der Vollständigkeit halber, damit ihr das sehen könnt, wie man das lösen könnte, falls ihr irgendwie keine Ahnung habt, wie ihr diese Rätsel löst, kann ich euch dann zumindest weiterhelfen. Und zu einem Rätsel kenne ich die Lösung nur unter einer bestimmten Ausgangsbedingung, die ihr dann merken werdet. Zu den anderen kann ich nichts sagen, weil mein logisches Verständnis oder einfach nur mein Verständnis allgemein nicht dafür ausgereicht hat, um zu verstehen, wie diese Lösung funktioniert. Aber ihr werdet dann sehen, worum es geht. Ich werde es dann nochmal sagen. Also wir gehen zum Haus des Erfinders zuerst mal. Wir gehen schön der Reihe nach durch bis hin zu Rätselnummer, wir fangen an mit 121 und 135 oder sowas ist dann das letzte. Gut, versuchen wir es mal. Flagge mit Karo, so geht es los. Probiere dieses Rätsel einmal. Ja, wir kommen immer so einen kleinen Satz von Layton, aber dann geht es auch direkt rein in die Rätsel. Das heißt, es wird jetzt reines Rätselgelöse. Rätsel Nummer 121, Flagge mit Karo mit 60 von 60 Pikarat. Ganz genau. Unten siehst du die Abbildung einer Flagge. Kannst du aus den angegebenen Maßen errechnen, welchen Anteil der Oberfläche das blaue Karo in der Mitte ausmacht? Als Antwort sollst du eine Zahl X als Nenner dieses Bruchs einsetzen. 1 durch X. Verkompliziere die Sache nicht unnötig. Diese Aufgabe ist einfach nur, um sie im Kopf zu lösen. Dies ist tatsächlich so. Ich kann hier malen. Das gefällt mir sehr gut. Wir werden jetzt einmal das hier tun. Wir werden einmal diese Flagge in 4 gleich große Teile teilen. Jetzt tut man so, als wären das schöne gerade Linien, die genau in den Mitten natürlich ansetzen. Das kann ich jetzt freihändig nicht so ganz gut zeichnen. So, und dann unterteilen wir zum Beispiel mal dieses obere rechte noch einmal. So, und na gut, meinetwegen auch so. Dann könnt ihr natürlich sehen, dass dieser blaue, und diese hier teilen wir auch nochmal so, dass dieser blaue Teil in diesem unteren linken Viertel drin ist, also da, wo der Pfeil jetzt drauf zeigt, und in diesem unteren linken Viertel dieser Fläche sogar noch die Hälfte nur hat, ja? Das heißt, der blaue Teil hat ein Achtel der Fläche von einem von diesen, ja, von einem von diesen Rechtecken hier. Was natürlich wiederum heißt, wenn wir die Anzahl die Rechtecke vervierfachen und gleichzeitig aber die Anzahl der blauen Flächen natürlich auch vervielfachen, bleibt es immer noch bei einem Achtel. Wir können uns das auch noch ein bisschen einfacher vorstellen vielleicht, also das ist vielleicht einfacher vorzustellen. Wenn wir das mal so aufteilen und dann mal so tun, als würden wir diese einzelnen Stücke, ich kann es hier nochmal umranden, als würden wir diese einzelnen Stücke einfach aneinander setzen. Gucken wir uns doch mal das Rechteck oben rechts an und tut jetzt mal so, als würden die anderen nicht existieren. Dann setzen wir jetzt mal die anderen blauen Rechtecke sozusagen daran.
Ja, so. Also stellt euch das jetzt mal so vor, als wäre es hier blau, wäre es hier blau, wäre es hier blau. Und die hier quasi, die hätte ich dann nach dahin verschoben. Und dann könnt ihr natürlich sehen, dass es plötzlich die Hälfte des oberen rechten Viertels ausmacht. Das heißt insgesamt wiederum ein Achtel, kommt auf die gleiche Lösung. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich erklärt, wie ich das meine. Finde ich immer sehr kompliziert, das irgendwie in einfache Worte zu fassen. Solche Gedanken. Richtig! Mit 60 Pi-Grad. Bisschen zu viel für meinen Geschmack. Gut gemacht, die Maße sind der Schlüssel zu diesem Rätsel. Wenn du ein Viertel der Fahne, wie gezeigt, in vier Teile zerlegst, siehst du sofort, dass die Hälfte des Chaos ein Sechzehntel der Fahne darstellt. Ergo nimmt das ganze Chaos ein Achtel der Fahnenfläche ein. So kann man es natürlich auch erklären. Gar kein Problem. Gut gelöst, natürlich hatte ich nichts anderes erwartet. Natürlich hattest du das nicht. Auch wenn wir natürlich Luke sind, ganz egal. Der nächste Würfel ist Rätsel Nummer 122 oder 122. Streng dich an, sagt uns Layton, das werden wir tun. Rätsel Nummer 122, der nächste Würfel mit 60 von 60 Pi-Grad. Also vielleicht mal eine kurze Information, falls ihr euch das gerade eben schon gefragt habt, inwiefern ich mich jetzt vorbereitet habe. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich mir hier, ne, nochmal zwei Lösungen komplett ausgedruckt habe, habe ich mir ein paar der Rätsel, bei denen ich nicht vom Namen her wusste, was das ist, habe ich mir ein bisschen angeguckt, auf meinem DS, wie man das, was, worum es da so ging und weiß von einigen jetzt auch die Lösung. Ich wollte halt nicht so ewig lang hier so so rumämen, weil es ist dann doch ein bisschen langweilig und wie gesagt, es ist wirklich eher nur zur Vollständigkeit halber diese 15 Rätsel hier. Mein Haupt-Let's Play war eben eher der Story-Modus als jetzt hier noch diese Bonus-Rätsel. So, that said, gucken wir uns das doch hier mal an. Hier siehst du eine Reihe aus Würfeln, die jeweils mit der Dreier- oder der Sechser-Seite nach oben zeigen. Sie sind dabei nach einem ganz bestimmten Muster platziert. Welche der drei unten dargestellten Würfelseiten würde diesem Muster entsprechend die Reihe fortführen? Kann ich hier malen? Kann ich natürlich nicht. Okay, dann muss ich das irgendwie versuchen, mündlich zu erklären, so kompliziert das auch ist. Also gucken wir uns mal an, die ersten beiden Würfel, ganz links und der eben rechts daneben. Dann seht ihr, dass sich ganz oben keine Punkte irgendwie treffen. Wir bezeichnen das jetzt einfach mal lustigerweise als, oder beziehungsweise, das ist auch blöde erklärt. Wir fangen mit dem Würfel ganz links an, funktioniert das mit der Reihe besser. Das habe ich ein bisschen blöde angefangen jetzt. Also, ganz links könnt ihr natürlich sehen, ganz oben befindet sich links nur ein Punkt. Ja, das bezeichnen wir jetzt mal als 1. Dann gehen wir weiter, wenn sich die Würfel wieder treffen, und zwar oben. Das sind dann die Würfel 2 und 3, dort treffen sich zwei Punkte oben sozusagen. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen ungünstig zu erklären, ohne es zu zeichnen. Dann kommt diese 6, die trifft sich mit keinen anderen Punkten, es sind also drei Punkte dort oben. Dann treffen sich vier Punkte nebeneinander. Wir betrachten also immer die oberste Reihe der Punkte sozusagen, die oberste horizontale Reihe, wenn man die hier einzeichnen würde. Dann kommen 5 und dann müssten doch jetzt logischerweise 6 kommen. Das heißt, die Antwort ist C. Vielleicht erklärt das Spiel das hier ein bisschen sinnvoller, als ich das gerade konnte. Luke freut sich auf jeden Fall darüber, dass ich natürlich die richtige Lösung gewählt habe. I did it, sagt er und schmückt sich somit mit fremden Lorbeeren, denn ich habe es für ihn gelöst, nicht er selbst. Prima gemacht, da habt ihr es nochmal grafisch. Wenn du dir die Augen der Würfel als drei übereinander geschichtete Reihen vorstellst, kannst du in der oberen Reihe das Muster hinter der Anordnung erkennen. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Die Anzahl der Augen, die ohne Unterbrechung aufeinander folgen, wird in der oberen Reihe jedes Mal um 1 größer. Zuletzt müssen 6 Augen aufeinander folgen, also fehlen noch 3 und Antwort C ist richtig. Das ist ja fast so schlimm wie der Schiebebrezel aus der letzten Aufnahmesession. Oh Mann. Aber ja, hier, wie gesagt, könnt ihr es nochmal grafisch sehen. Ich finde, das ist ein bisschen weit hergeholt. So die oberste Reihe soll man sich betrachten. Ich bin kein Freund von diesem Rätsel. Finde ich nicht besonders gut gelungen. Ausgezeichnete Arbeit, ich hätte auch nichts anderes erwartet. Also da hätten sie vielleicht ein bisschen was Besseres machen können. So, Rätsel Nummer 123. Da weiß ich jetzt tatsächlich mal wieder nicht die Lösung. Ich weiß allerdings die Aufgabenstellung. Na los, Luke, versuch es mal. Und ich mag diese Aufgabenstellung nicht. Spoiler-Alarm. Ein Haufen Dreiecke mit 60 von 60 Pi-Grad im Augenblick haben wir 4256. Unten siehst du ein Dreieck, das von drei Linien unterteilt wird. Wie viele verschiedene Dreiecke kannst du in dieser Abbildung entdecken? Pff, super nervig. Super nervig. Hier kann ich zum Glück zeichnen. Ansonsten, mein Gott, wäre das nervig sonst. Also, zuerst mal haben wir natürlich ganz klar dieses Dreieck.
dann könnte man das zum Beispiel, ich muss es jetzt irgendwie mal systematisch durchgehen, dann könnte man das ja zum Beispiel mal so unterteilen. Dann hätten wir zwei neue Dreiecke. Das heißt, bisher haben wir schon mal drei. Dann gehen wir das Ganze mal so weiter durch. So, haben wir auch wieder zwei komplett neue Dreiecke. Das heißt, im Augenblick haben wir fünf. Dann könnte man das Ganze natürlich, ihr habt es euch vielleicht schon fast gedacht, so aufteilen. Hätten wir wieder zwei komplett neue Dreiecke. Schlechte Zeichenkünste, ich weiß. Aber damit haben wir jetzt schon mal 7 Stück an der Zahl. Das waren jetzt diese groben Dreiecke, ja, die man relativ easy finden kann. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter und sagen, was gibt es denn da noch so für schicke Dreiecke drin zu finden? Ich muss jetzt erstmal wieder nach kleineren Dreiecken gucken. Und zwar zum Beispiel ist natürlich dieses hier auch ein Dreieck, ganz klar. Dann haben wir hier drin noch eins, also sind schon mal zwei neue. So, hier drin ist noch eins. Dann haben wir hier draußen noch eins, sind schon mal 10. Dann haben wir hier noch eins, das sind schon mal 11. Haben wir hier oben noch eins, sind schon mal 12. Dann haben wir hier noch so ein komisches langgezogenes. Pfft. Sind schon mal 13. So. 13 Stück habe ich bisher gezählt. Oh, ich will mich jetzt nicht verzählen. Hatte ich nämlich zum Beispiel dieses Dreieck schon gezählt gerade. Ich muss es eigentlich wirklich sehr systematisch durchgehen, ansonsten verzettle ich mich hier gerade nur. Will ich das nochmal kurz durchgehen? Okay, will ich. Also, die groben Dreiecke, wie gesagt, sind ja jeweils 2 pro Linie plus das große umzu, sind ja schon mal 7 Stück. So, das sind die gröbsten Dreiecke, sag ich mal, die man hier finden kann. So, dann kann man diese groben Dreiecke nochmal aufteilen. Größtenteils zumindest kann man das tun. Gehen wir auch mal wieder systematisch vor. Ansonsten, wie gesagt, verzettel ich mich hier nur. Oder wir könnten es vielleicht sogar noch besser tun. Okay, versuchen wir das Ganze. Also, wir hätten hier einmal das große Dreieck. Hätten wir, also einmal. Dann hätten wir die beiden groben Dreiecke, die ihr hier sehen könnt. So, dann hätten wir hier ein Dreieck. Oder zwei, beziehungsweise natürlich zwei neue Dreiecke. Und dann hätten wir noch dieses Dreieck hier oben. Wären schon mal 6. Dann hätten wir noch so das hier. Habe ich gerade die 6 ganz komisch gemacht, nicht wahr? Okay, mache ich das mal so weg. So, 6. Es ist ein bisschen schöner, nicht wahr? Damit haben wir natürlich gleichzeitig auch die Nummer 7, nämlich da unten. Und wir hätten hier noch die Nummer 8. Ich zeichne das hier gerade echt ein bisschen seltsam. 8. So, meinetwegen ist das jetzt eine 8. Insgesamt, die wir da haben. Zeichenkünste sind quasi nicht vorhanden bei mir. Und zu guter Letzt, nee, nicht zu guter Letzt, also wir haben noch das hier und dann noch das da drin. Also bisher haben wir 10. So, ja, das ist doch mal eine Hausmarke. Also 10. So, was soll's, kann ich auch ausschreiben. Dann geht's jetzt mal systematisch weiter mit diesem hier. So. Das wären dann schon mal 12 bisher, die wir haben. 12 Dreiecke. Dann befindet sich hier so ein kleines, haben wir 13. Dann befindet sich hier ein etwas größeres, haben wir schon mal 14. Und hier ist auch noch eins, haben wir 15. Dann, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Das hier hatten wir eigentlich noch nicht, oder? Haben wir hier 16. Und, nee, das hatten wir. 16. Ich glaube, das war's für die Ebene. Dann haben wir jetzt hier 17. Oh, wie ich solche Rätsel hasse. 18.
Moment, das mache ich mal ein bisschen schöner. Das geht ja so überhaupt nicht. So, also bisher nochmal 18. Dann, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. 10. Ich glaube, das war's. Ich sag mal 18, beziehungsweise es kann eigentlich nur noch mehr sein. Also wenn ich jetzt falsch liege, müssen es mehr sein eigentlich. Mist, das war ja mal wieder typisch, ne? Okay. Jetzt, weil ich keine Lust habe, das Ganze nochmal durchzugehen, werde ich einfach stumpf Nummern eingeben. Wie gesagt, solche Rätsel liegen mir überhaupt nicht. Und darauf hatte ich mich auch nicht vorbereitet, von daher, das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich das mal wieder löse. 19 waren es auch nicht. Waren es echt Runde 20? Das wäre auch mal cool eigentlich. Ja. Das Dumme ist natürlich jetzt, dass wir wirklich sehr, sehr lange brauchen, um mal wieder eine neue Antwort eingeben zu dürfen, weil ihr natürlich zuerst sagt, wie kannst du nur so dumm sein? Bla, bli, blu, bla, bla. Okay, die 20 waren es auch nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Ja, ist ja okay. Aber haben sich echt dermaßen viele da drin versteckt? Also, schick, sehr schick. Ich schätze mal, ich habe auch mal welche für bereits betrachtet gehalten, die ich noch niemals gesehen habe eigentlich. Aber von denen ich angenommen habe, dass ich sie vorher schon mal gesehen habe. So langsam wird's nicht mehr so schön. I'm so embarrassed to Luke. Das gefällt mir auch überhaupt nicht, was wir hier tun. Hatte ich jetzt gerade die 20 oder die 21? Fuck it. Machen wir die 22. Oh, Mann. Ja, ist ja gut. Ist ja okay. Bla, bli, blu, bla. Nur weil ich mir gerade nicht mehr sicher war. Wisst ihr was? Ich glaube, ich schneide mal kurz bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die richtige Nummer raus habe. Bis gleich.